vierten kriegen wir plus 15, beim dritten plus 50, beim zweiten plus 75 und beim ersten 100. Kommt halt dann drauf an, wie viele Leben der Gegner hat oder man selber, wie lange sich das zieht. Hat man ja gesehen gehabt, da kriegen wir immer 120 raus. Und halt dann dasselbe, plus ein Minus. Von 5 bis 8. Aber ey, Schwein gehabt, dass das trotzdem noch so gut lief. Trotz diesem beschissenen Bug. Ich hoffe, dass die das fixen. Geistbrecher nehmen wir definitiv mit. Bin ich voll dafür. Sogar gleich mit Upgrade. Schattenschamane. Noch Schattenschamane. Warte mal, wir tauschen Magnus mal aus. Da verlieren wir zwar Wildboni, aber was soll's. Vielleicht wird's ja was. Sieht gut aus. Ja, das haben wir. Perfekt. Erste Runde. Benno? So, Schattenschamane. Das ist Lykan. Lykan wäre mir eigentlich lieber. Pack mal in der Ecke. Jetzt haben wir auch wieder einen Wildboni dabei. So nice. Was machen wir mit Magnus? Wollen wir den behalten oder wollen wir den aussortieren? Ist was Besseres? Paladin-Schwert. Heilung haben wir sogar dabei. Das kriegt Lykan. In der Hoffnung, dass wir nochmal Doga kriegen. Lykan-Upgrade. Prophet. Magnus können wir eigentlich raushauen. Mit einem kleiner Wolf. Und wenn wir das austauschen, ist die Heilung weg. Dafür haben wir aber dann Schamane. Muss mal gucken. Dann Beschwörer, aber dafür geht Gift wieder raus. Wir lassen das so. Sehr schön. Wir haben eine Streak. Dreier-Serie. Okay. Mit Magnus weiß ich halt noch nicht. Das Problem ist halt, der ist günstig. Die Rotation muss bloß passen. Hier haben wir noch Meebo. Das ist Lykan. Vielleicht nehmen wir noch die Legionskommandanten mit rein. Müssen wir mal gucken. Wer ist sowieso in die Ecke gebaut? Wir hatten Omni-Ritter dabei, Legionskommandanten, Abaddon. Einige Tanks hat er dabei, die sehr viel aushalten. Also bis jetzt sieht es nicht gut aus. Okay, wir haben's. Sehr schön.
Also irgendwas hat uns gerade einen Arsch gerettet. Klingenpanzer. Perfekt. Das machen wir auf den Geistbrecher. Ein Schattenschamane. Venomant bringt uns nicht mehr, weil wir Gift schon voll haben. Was ist das Problem? Magnus, können wir raushauen. The night comes and with it your end. Gut, im Endeffekt werden wir mit Magnus warten können, bis wir ihn abgehört haben und den Land verkaufen. Mal eine Münze gerade dazu gehabt. Lykan braucht mehr Damage. Lykan braucht eindeutig mehr Damage. Da ist sogar mehr Damage, perfekt. Das passt. So, Mibo nehmen wir nächste Runde mit. Das wird dann der letzte, den wir hier mit reinpacken. So gesehen haben wir ja nur einen direkten Damage-Dealer. Und das Lykan. Wir brauchen ein besseres Item für Lykan. Schmetterling. Nein, im Malstrom. Malstrom ist okay. Aber Malstrom. Ne, wir lassen das auf dem Lykan. Malstrom machen wir auf dem Geistbrecher. Und Klingpanzer auf dem Alchemisten. So. Mibo Hammer. Das brauchen wir Upgrades. Nummer 1. Venomant. In doppelter Ausführung. Bringt uns aber gar nichts. Wir beten Sachen nicht. Wir haben 5 mit Stufe 2 und 3 mit Stufe 3. Der Damage fehlt. Aber wir kriegen es trotzdem hin. Das hast du jetzt an manchen Stellen richtig gesehen, dass irgendwo der Damage gefehlt hat. Aber wie gesagt, das ist mit einer der besten Items überhaupt, finde ich. Der Klingenpanzer. Omni. Omni. Sehr nice. Omni ist immer gut. Gut, wir können nur Sven mit reinnehmen, kriegen wir Ritterboni. Oder die Verzauberin. Just my kind of fight. Ganz dünne. Mit den Skill-Ups gerade. Wir haben immer noch 3 Leben. Sehe ich jetzt erst. Jetzt haben wir gerade richtig Schaden rausgehauen. Mit dem Geist-Pressure. Das haben wir. Aber auf ganz entspannt. Wir haben schon wieder eine Streak. Also das Team ist geil. Gerade im Moment. Okay.
Sind wir schon in der letzten Runde? Gewand des Tyrannen. Herz von Tarask. Herz von Tarask. Dann gibt man das. 1500 HP jede Sekunde plus 2%. Wir brauchen. Omni, genau. Weil da können wir das so machen. Ja, gut, nee. Da müsste der auch Stufe 3 sein. Ach, Digga. Piss dich. Erwarte ich. Oh, völlig vernichtet. Das hat schon noch nicht. Plus 190. Sehr geil. Also das hat schon noch nicht.